Ihr lieben Zwillinge, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir klären ab für den Monat März den Sinn im Leben und das Thema Glück. Für welchen Weg entscheidest du dich? Sei gespannt, was hier alles für dich kommen mag. Hab viel Spaß. Hallo, meine lieben Zwillinge, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder zum ersten Mal zu mir gefunden habt. Ich bin die Sunny von Soul Balance Tarot und heute starten wir in eure Kollektivenergie für den Monat März. Wow, auch ihr bekommt hier wie die Fische Beistand von außen mit der Nummer 34. Ihr nehmt die Zügel eures Lebens in die Hand, bekommt Gleichgesinnte und Unterstützung ins Feld geschmissen. Ein kleiner Eisbär, der hier auf den großen Ganzen draufklettert, ne? Auch vielleicht Unterstützung aus der Familie, in der Familie, von Freunden. Auf alle Fälle darf ich dir mitteilen, bist du hier nicht alleine, auch wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst. So ist es auch wichtig, diese jetzt annehmen zu dürfen und zu können. Ihr Lieben, die 47 runterreduziert mit der 11, die Gerechtigkeit. Im Tarot geht es hier um schicksalshaftes Karma, kurz vor der Ziellinie stehst du hier, halte durch, das heißt, atme nochmal tief ein, um hier deine Ziellinie auch final zu erreichen, nämlich deine Schatzinsel mit den 9 der Kelchen, Selbstliebe, Eigenliebe, Wunscherfüllung, emotionale Heilung, Herzerl, Sternderl, deine Schatzkiste, ne? Hier in Geduld, Ruhe und Zeit, weil die Wasserschildkröte ist nicht gerade die schnellste. Gehst du hier voran und bekommst ein Geschenk gegeben vom Universum, ne? Wie es mir bei der Gerechtigkeit schon reingekommen ist, nämlich geben und nehmen, wenn du flexibel bist, zu empfangen, in Ausgleich zu bringen. Mega! Spannende Message schon mal anhand der Orakelkarten. Ja, ich weiß nicht, ihr lieben Zwillinge, ihr seid ja das Luftelement, sehr stark in der Kommunikation, auch stark in der Gedankenkraft. Seid ihr auch hier schon in der Haltung, eures Zepters des Lebens hier in die Hand zu nehmen, selbstbewusst voranzugehen. Und ihr Lieben, die Sonne kommt für euch raus. Ich wollte die Sonne noch mit einfangen. Schaut mal, mega, wie hier die Sonne auf die Herrscherin drauf strahlt. Ihr seid hier im Wachstumsprozess, in Harmonie und Frieden, wollt in die Fülle, in Wohlstand, in nährende Energie auch etwas empfangen, schwanger werden mit einer Sache, Situation, schwanger gehen, etwas Neues starten, was hier Früchte tragen darf. Wenn du denn bei dir bleibst, in deiner Eigenerfüllung, Eigenliebe schaust, dass du in dir glücklich und erfüllt bist und hier geben und nehmen in Ausgleich bringst, dann bist du kurz vor der Ziellinie, um dein Karma meines Erachtens positiverweise zu ernten. So. Ja, ihr Lieben, der ein oder andere ist hier die hohe Priesterin. Ich finde die Sonne so mega. Schaut mal, ich hoffe, man kann es einfangen. Ihr habt hier eine magische Strahlkraft, seid charismatisch, habt verborgenes Wissen, verborgene ja, Schätze sozusagen, ne? Wie mit den 9 der Kelchen hier, wie die Schildkröte. Ihr habt hier im Unterbewussten schon eine intuitive Eingebung, intuitive Gefühle. Hier spürt der ein oder andere schon, dass etwas kommen mag. Ihr habt Urvertrauen, Anbindung an das große Ganze, dürft jetzt den Fluss des Lebens euch hingeben und auch annehmen, denn ihr habt hier eine Zeit des emotionalen Weiterziehens und Weitergehens hinter euch oder seid mittendrin, euch hier abzuwenden von etwas, was euch lange Zeit erfüllt hat, aber jetzt nicht mehr glücklich macht. Ihr distanziert euch hier emotional, dreht der Unerfüllung, Nichterfüllung den Rücken zu und wendet euch den 2 der Kelchen zu, die nämlich für die Erfüllung stehen. Für den einen oder anderen, die 8 der Stäbe, geht es hier um Nachrichten, schnelle Nachrichten, die auf dich zukommen oder aber auch die hier für das Vorwärtsstehen, Vorwärtsbewegen stehen. Vielleicht hält dich hier etwas im Zweifel, du kannst vielleicht noch nicht alles sehen, weißt vielleicht noch nicht, ne? Mochtest vielleicht in der Vergangenheit nichts sehen, nichts hören, nichts fühlen, hier Mangeldenken.
mit den 5 der Münzen gilt es jetzt hier zu überwinden, ne? Einsamkeit, Mangel an Fülle, Mangel an Kraft, Mangel an Ressourcen. Hier darfst du die Augenbinde abnehmen und die Zweifel an ACTA legen. Oder es kommt jemand von außen nochmal auf dich zu, der dich in Mangel gestürzt hat, der dich im Zweifel gehalten hat. Du darfst entscheiden, welchen Weg schlägst du ein. Und ihr Lieben, mega, die nehmen wir noch und dann starten wir. Du bist hier auf der Reise mit deinen 6 der Schwertern raus aus der unruhigen Vergangenheit. Eine rationale Entscheidung und eine Herzensentscheidung, wie wir mit den 8 der Kelchen gesehen haben. Rein in eine neue, ruhigere Zukunft. Du ziehst weiter, schweren Herzens, aber auch rational, mit Gedankenkraft, entschlossen sozusagen. Und ihr Lieben, der Wagen, das steht für Reise, das steht für Reise, für Umzug, für Wechsel. Ne? Du gehst hier in schneller Energie voran. Der Wagen ist eine schnelle Energie, ein schnelles Auto, eine schnelle Pferdekutsche. Ne? Die Zahl 7, auch die Neubewertung einer Angelegenheit. Du nimmst jetzt hier die Zügel deines Lebens in die Hand, bekommst Hilfe und Unterstützung auf deinem Weg. Hier den Endspurt der Karte Langmut. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen, weil die Sonne blendet so, den Endspurt Richtung Ziel anzutreten. So, da bekomme ich das Stopp rein, ihr Lieben. Wir starten mit einer neuen Legeform diesen Monat. Hier ist die Gegenwart, hier die Vergangenheit, hier die Zukunft. Bitte bedenkt, Zukunft ist eine Energieauffassung der Tarotkarten, die Herausforderung und der Tipp der Karten. An der unterliegenden Seite des Decks haben wir die begleitende Energie für den Monat März. Ja, ihr schwankt hier noch etwas, ihr seid hier am Hin- und Her-Schwanken, am Abwägen, seid vielleicht noch unentschlossen, ne? Aber mir kommt hier auch so dieses goldene Jonglieren mit der 8 rein, ja, also die sich den Fluss des Lebens öffnen, abzuwägen, was bringt dir Harmonie und Frieden, ne? Wo ist Geben und Nehmen im Ausgleich, vielleicht hast du auch 2 Möglichkeiten, die auf dich zukommen und du darfst abwägen, welche für dich die richtige ist. Wir schauen mal drunter, du kommst hier aus der Heilung oder jemand kommt aus einem Rückzug wieder auf dich zu, um hier geheilt auf dich zuzukommen, oder aber du hast dir Zeit genommen, um in deine Balance zu finden, um hier geheilt zu sein, oder aber ein Ritter der Kelche, jemand, der Aktion und Bewegung vorannimmt, sozusagen in tiefsinnigen Gesprächen, in romantischen Treffen, kommt hier auf dich zu. Wir klären mal weiter ab. Ihr Lieben, wir starten mit eurer jetzigen Ist-Energie. Mega, schaut mal, nochmal die gleichen Karten. Das heißt, hier haben wir die 6 der Schwerter. Ich wiederhole mich ganz gern nochmal. Ihr seid hier auf der Reise in eine ruhigere Zukunft oder aber jemand, der etwas Entfernung zu euch hat, kommt von außen hier auf euch zu. Jemand, der hier mit der Zahl 7, wie gesagt, die Situation neu bewertet oder ihr bewertet hier eine gewisse Angelegenheit neu, denn die 7 der Stäbe stehen für Abwehrhaltung, Verteidigungshaltung, Angriffe von außen standhalten, seinen Mittelpunkt und seine Standfestigkeit sozusagen zu bewahren, sich hier nicht angreifen zu lassen. Ihr verteidigt hier etwas, ihr wehrt hier etwas ab, weil ihr hier nämlich auf der Reise seid in eine ruhigere Zukunft. Ihr nehmt hier euren Wagen, ihr schmeißt den Motor an und wollt schnell vorankommen Richtung Selbstliebe, Eigenliebe und Geben und Nehmen in Ausgleich bringen. Aber mir wird hier auch definitiv gesagt, weil die Karten auch auf den Kopf gefallen sind, kann auch für eine außenliegende Energie stehen, die von außen auf euch zukommt. Etwas oder jemand kommt hier schnell auf euch zu. Vielleicht möchtet ihr das gar nicht und wehrt dieses ab, weil ihr jetzt hier schon die ersten Teilerfolge eingefahren habt und wollt eure Stabilität nicht verlieren. Ihr zieht nämlich hier beharrlich weiter Richtung Anerkennung, Wertschätzung, Erfolg, Triumph und Sieg. Ja, vielleicht hatte der ein oder andere hier mit Blendern zu tun. Ich muss es einfach so sagen, weil ich in eurer Legung wirklich nichts sehe. So scheint hier die Sonne rein. Ich habe mir ja Sonnenschein für euch gewünscht, aber hu, die ist ganz schön kraftvoll, machtvoll, warm, strahlend. Oder ihr wehrt hier, wie gesagt, im Hier und Jetzt nochmal eine Kontaktaufnahme ab.
von jemand, der euch in der Vergangenheit geblendet hat, weil wir hier auch die 5 der Schwerter haben, ne? Chaos, Konflikt, Streit, Unruhe, etwas, wo ihr euch nur noch in Sicherheit bringen konntet. Ihr habt hier euch für eure Freiheit und Veränderung entschieden. Auch hier haben wir die 2 der Schwerter, ne? Jetzt auf dem Kopf. Das heißt, ihr habt hier Klarheit in eine Herausforderung gebracht, in einen Streit oder seid jetzt dabei, die Unklarheiten zu beseitigen, die Zweifel an ACTA zu legen, weil ihr hier an euch gearbeitet habt, auf eurer Weiterentwicklungsreise seid, ne? Hier geht es vielleicht auch um die Kontaktaufnahme von außen für euch im Bereich der Arbeit. Sucht vielleicht jemand den Weg zu euch, ne, der euch aber hier in eure Selbstzweifel gegebenenfalls wieder zurückschmeißen kann oder aber der eine Entscheidung, eine klare Entscheidung von euch verlangt. Hier aber diese Entscheidung, diese Wahlmöglichkeit, dieses Hin und Her schwanken, ne, kann dich noch mal kurz in Chaos und Konflikt stürzen. Wir schauen mal weiter rein, was wir noch für Karten haben. Es sind 2 Reisegruppen hier am Start, wenn nicht sogar 3. Einmal Herausforderungen im beruflichen Bereich, die du jetzt, mein lieber Zwilling, hast, wo du deinen Standpunkt vertreten darfst, abwehren darfst, weil du möchtest in eine bessere, schönere, ruhigere Zukunft. Du möchtest mit deiner Tatkraft, deinem Fokus, deiner Willensstärke vorankommen und du lässt dich hier von außen, von Zweiflern, von Unklarheiten, von Verdruss und harscher Kommunikation nicht wieder in die Unruhe stürzen. Und selbst wenn, vertreibst du hier die Konflikte, kommst ganz klar aus dem Zweifeln raus und arbeitest hier weiter an deinem Fortschritt, ja, voran. Ja, ihr Lieben, hier der König der Kelche, ne? Sei reif und weise und emotional stabil in deinen Emotionen. Schau, was dich glücklich macht, was dich erfüllt. Geh auch machtvoll und kraftvoll mit deinen Gefühlen um. Öffne dich vielleicht der Spiritualität, ne, dem Fluss des Lebens. Schau, was dich glücklich und erfüllt macht. Vielleicht bekommst du hier auch Ratschläge, Lösungsansätze von einem Menschenversteher oder Menschenfreund. Vielleicht kann diese Energie aber für den einen oder anderen auch für einen Chef, für einen bekannten Person, Freund, Ex-Freund, wie auch immer stehen, der hier toxische Muster an den Tag gelegt hat, die euch immer wieder in Konflikte gestürzt haben. Hier möchtest du jetzt rein in einen Neuanfang, möchtest komplett bei Null starten und nichts mehr mit Menschen zu tun haben, die hier quasi gewusst haben, wie sie dich handeln können, die dich immer an dir selber zweifeln haben lassen, wo es hier wirklich anstrengend war, immer wieder in die Mitte, in deine Mitte zu finden. Jetzt entscheidest du dich ganz klar, deinem Weg zu folgen, raus aus Chaos und Konflikt und rein in deinen Neuanfang. So, die Blenderei geht jetzt langsam weg. Ihr lieben Zwinker, Zwinker, ihr wisst, was ich meine, ne? Jetzt geht die Sonne weg. Das heißt, es wird klar, ihr erkennt, wo ihr eine klare Entscheidung treffen könnt. Wir schauen mal in eure Vergangenheit. Wo kommt ihr her? Ja, was soll ich sagen? Ich versuche es neutral zu halten, aber für die meisten kommt mir wirklich die Liebe rein, ne? Hier haben wir die 10 der Schwerter. Wirklich Herzschmerz, wirklich scharfe Kommunikation, etwas ist hier beendet worden. Entweder du hast etwas beendet oder jemand hat etwas beendet. Etwas ist hier zusammengestürzt. Ne? Auch hier haben wir wieder das Licht. Jetzt scheint Licht auf den Schmerz der Vergangenheit. Und ihr Lieben, die Zahl 10 ist die Zahl der Vollendung. Nach den 10 der Schwertern kommt das Ass der Schwerter, was für Klarheit steht, für einen Neuanfang. Aha-Effekte, Durchbruchsmomente, du nimmst dein Schwert und vertreibst spätestens im Hier und Jetzt die Zweifel, die Unklarheiten und kommst in deiner Mitte an. Ihr Lieben, in der Vergangenheit, mega, 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 das Gericht, große Arcana-Karte, Wendepunkt, Wake-up-Call, Ruf eurer Seele, wieder auf euren Lebenspfad, euren Seelenplan zurückzukommen. Der ein oder andere hatte hier einen Wendepunkt. Vielleicht ist hier auch eine zweite Chance beendet worden, vielleicht mit einem toxischen König der Kelche. Hier
Die Gerichtskarte quasi möchte dich auffordern, dein Herz so leicht wie eine Feder zu machen, um in den Frieden zu kommen, in die Akzeptanz mit der Vergangenheit, mit allem, was dich hier verletzt hat. Und ihr Lieben, meine Stimme ist schon wieder blockiert im Pre-Shuffle. Ich habe das Video nochmal aufnehmen müssen, weil meine Stimme komplett weg war. Anscheinend geht es hier um die ganz klare Kommunikation, Grenzen zu setzen, aufzustehen und sich immer wieder bewusst für eine ruhigere, bessere Zukunft im Fortschritt mit Fokus und Zielausrichtung zu entscheiden. So, wir schauen mal. Die Herausforderung für euch im Monat März. Ja, ihr seid hier mit den drei der Stäben auf eurer Reise schon mittendrin in eine neue Erfahrung, in eine neue Entwicklung. Die drei der Stäbe stehen auch für eine Wartezeit. Ja, vielleicht seid ihr ungeduldig, habt vielleicht auch eine Erwartungshaltung, könnt es nämlich kaum erwarten hier, dass von außen jemand mit zwei der Kelchen auf euch zukommt. Ne? Die zwei der Kelche sind ja Partnerschaften, Verbindungen, Beziehungen, Bündnisse, Zusammenschlüsse, Verträge auf Augenhöhe, wo beide ihren Kelch gefüllt haben, in ihrer Eigenliebe, Selbsterfüllung, Dankbarkeit und Zufriedenheit angekommen sind, ne? Wo Geben und Nehmen auch im Ausgleich ist. Du kannst es kaum erwarten, dein Geschenk anzunehmen. Du spürst hier schon, es fehlt nicht mehr viel, dass Gerechtigkeit in eine Angelegenheit gebracht wird, ne? Weil es aber hier als Herausforderung liegt, ist es quasi so gemeint, weil sie auf dem Kopf ist, bist du bereit, ne, von außen Bündnisse mit Menschen, mit neuen Herzensmenschen, Seelenpartnern einzugehen? Bist du bereit, hier auf den richtigen Zeitpunkt zu vertrauen, auf das richtige Timing für deinen Neuanfang? Weil mir kommen hier ganz stark dieses Abwägen rein, hin und her schwanken. Vielleicht kommen hier auch zwei Menschen zurück, vielleicht jemand aus der Vergangenheit und jemand Neues, mit denen du beidseits eine Seelenverbindung hast. Ne? Auch die 7 der Münzen steht für den Wachstumsprozess, Reifeprozess, Geduld. Ne? Gut Ding braucht Weile. Vielleicht startet hier im Frühjahr jetzt, ihr Lieben. Also ich glaube, ganz viele Zwillinge schauen hier wohl auf die Liebe. Ich sag ja, ihr habt es hier mit zwei zu tun. Ein König der Kelche, mit dem ein Neuanfang vielleicht auch möglich ist. Und ein König der Schwerter, der hier aber auch für einen Ex-Partner oder Ex-Partnerin stehen kann. Kann aber auch sein, je nachdem, wie es ausgelegt ist, ist eine Kollektivenergie. Ne? Kann sein, dass ihr hier in der Vergangenheit mit einem unterkühlten Menschen zu tun gehabt habt. Jemand, der sehr harsch und scharf in der Kommunikation war. Sehr schneidend, sehr verletzend, aber auch sehr intelligent, klug, rational vorangeschritten ist. Oder ihr habt hier mit einem toxischen König der Kelche zu tun gehabt, so kommt es mir eher rein, der euch hier in euren Reifeprozess vorangetrieben hat, der hier mit dem ein Zusammenarbeiten nicht mehr möglich war. Jetzt kommt vielleicht auch ein neuer Mensch, der König der Schwerter, auf dich zu. Könnte ein Rechtsanwalt sein, ein Notar, ein belesener Mensch, ein kluger Mensch, ein vielleicht auf den ersten Blick unterkühlter Mensch, ne? Aber der König der Schwerter hat nur sein Schwert erhoben, um für Klarheit und Wahrheit zu sorgen. Und aufgrund verletzender Erfahrungen in der Vergangenheit hat er die Gefühlsebene ein bisschen hinten angestellt. Das heißt, entweder du schaust dir auf die Arbeit in neutraler Position, dann wendest du dich ab von jemanden und darfst dich für etwas Neues, ein neues Projekt entscheiden. Du bist aufgefordert, ne, hier zwischen Herz und Verstand zu entscheiden. Ihr Lieben, die Schwerter stehen für den Verstand, die Kelche für das Herz, für die Gefühle. Ja, nimm dir Zeit in deiner Pause, vielleicht auch Zwangspause, in deiner Heilungsphase, um hier in Ausgleich, um Balance mit der Mäßigkeit zu kommen und entscheide dich für die Menschen, die hier in Bewegung kommen, in Aktion treten, mit denen tiefsinnige Gespräche möglich sind, die hier auch dir etwas zu bieten haben und die deinen Wert erkennen. So, wir schauen mal weiter rein. Habe ich noch was vergessen? Der König der Schwerter staubt mich noch so grimmig an. Lasst mich mal reinspüren.
Kann natürlich auch sein, dass hier ein König der Schwerter mit dir einen Neuanfang möchte, der dich aber wieder in Chaos und Konflikt stürzen könnte, schneller als du denkst. Kann auch sein, dass du hier Zweifel hast, welchen Weg sollst du gehen, ja? Dass vielleicht der König der Kelche, der hier wirklich stabil in seinen Emotionen ist, der richtige Neuanfang für dich wäre, hier aber ein Ex-Partner dazwischen kretscht und du hier gewillt bist, deinen Standpunkt, deine Mitte zu finden, dann kann ich dir den Tipp geben, geh raus in die Natur, atme tief durch, hol dir Hilfe und Unterstützung von Freunden, um hier quasi mit Frieden der Vergangenheit zu kommen und zu schauen, was erfüllt dich denn, wozu sagt dein Herz ja. Das ist nämlich dann die Herausforderung, jetzt sehe ich es gerade, ihr Lieben, nämlich wozu sagt dein Herz ja. Die zwei der Kelche stehen ja auch für die Entscheidung aus vollem Herzen. Definitiv treffen hier zwei Menschen eine Entscheidung, ja, für welchen Kelch entscheidest du dich? Gerade auch, ich sehe es gerade, weil wir hier die drei der Stäbe haben, ja, die Zahl 3. Also, mein lieber Zwilling, schauen wir mal, für wen es hier zutrifft. Du hast definitiv im Monat März gegebenenfalls mit zwei weiteren Menschen zu tun, vielleicht zwei Männern, ihr lieben Männer, vielleicht mit zwei Frauen oder geschlechterneutral zu tun. Du darfst entscheiden, mit wem gehst du hier in einen Neuanfang, in ein neues Projekt voran. Wir schauen hier noch in diese zwei Karten, die wollen sich unbedingt noch mitteilen. Wow, ihr Lieben, schaut mal, die 5 der Kelche auf dem Kopf. Ne? Die 5 der Kelche stehen für Bedauern, Betrauern, etwas ist zerbrochen. Hier hat dich etwas enttäuscht, hier ging es nicht weiter. Du möchtest jetzt Richtung 2 der Kelche. Schaut mal, hier haben wir die Sonne und hier haben wir auch die 2 der Kelche. Du möchtest jetzt wieder einen aufregenden, leidenschaftlichen Neuanfang. Du möchtest vielleicht auch ein neues Projekt starten. Du möchtest wieder den Funken in dir finden. Du möchtest für Wachstum und Fülle sorgen, ja? Für Kreativität, für Spaß, für Begeisterung, für Motivation, Inspiration, ja? Weil wir es aber abgeklärt haben und ja hier der König der Schwerter auch noch gekommen ist, quasi nämlich so, kann es sein, dass du hier in Frieden kommst mit dem Bedauern und Betrauern bezogen auf einen Ex-Partner oder unterkühlten Chef, ne? Oder aber der Mensch, der hier kommt als Herausforderung, ist eine Hilfe und Unterstützung, ein Beistand, dir hier zu helfen beim Bedauern und Betrauern, um in Frieden zu kommen, um hier wieder neue Leidenschaft, neue Kreativität, neue Funken, neues Feuer in dir auszulösen. Ihr Lieben, mir wird hier gesagt, die Zwillingsflamme, je nachdem, ob ihr an sowas glaubt oder nicht, ja, vielleicht war dein Ex-Partner deine Zwillingsflamme und jetzt kommt nochmal ein Seelenpartner in dein Feld, mit dem aber jetzt hier keine Enttäuschung mehr stattfindet. Du darfst vielleicht auch Frieden schließen mit der Enttäuschung, hier, dass etwas zerbrochen ist und darfst als Herausforderung jemand Neues erkennen und annehmen, denn du kannst es kaum erwarten, hast Sehnsucht und sehnst dich hier nach den 2 der Kelchen. So, ich glaube, in keiner Sternzeichenlegung habe ich hier so viele Karten, aber was sein muss, muss sein. Ihr Lieben, wir schauen rein in eure nahe Zukunft. Wie entwickelt sich für euch der Monat März weiter? Burner! Schaut mal! Also, atmet mal tief durch. Vertraut drauf, dass ihr, ich warte nur auf die Hohe Priesterin, mal schauen, ob die noch kommt, dass ihr intuitiv wissen werdet, welchen Weg ihr einschlagt. Ihr vertreibt hier die Zweifel, ihr verteidigt euren Standpunkt und euer Monat März geht hier weiter. Vielleicht ist mit jemand, ne, von einem von beiden kein Neuanfang möglich. Muss natürlich auch so sein, wenn wir in einer Zweierbindung sind sozusagen. Auf alle Fälle mehrere Optionen. Ein Neuanfang kommt von außen auf dich zu. Du startest hier voller Vertrauen, Leichtigkeit, optimistisch in eine neue Zukunft. Du machst dir hier gar nicht die Gedanken. Du vertraust auf deine neue Welt mit jemanden, wenn hier mehrere in deinem Feld sind, Chefs, Bekannte, Freunde, die dir nicht mehr gut tun, ne? Mehrere Partner, Ex-Partner, dann gibt es für jemanden hier kein Weiterkommen, kein Neuanfang, weil nämlich hier ein zweiter mit im Spiel ist. Das heißt, hier bekommst du eine neue Möglichkeit, mit dem Leichtigkeit lebbar ist, mit dem du hier in eine neue Welt starten kannst, denn die Welt ist ein Ende eines karmischen Kreislaufs. Du darfst entscheiden, ne?
Gibst du jemandem nochmal eine neue Chance und stürzt dich vielleicht nochmal in einen karmischen Zyklus, wenn du dich für den falschen Seelenpartner entscheidest? Oder aber startest du komplett in Leichtigkeit, voller Optimismus, Zuversicht und Vertrauen komplett mit jemand Neues durch, hier mit dem eine neue Geschichte, ein neues Kapitel eröffnet und geschrieben werden kann? Ich würde mal sagen, um hier Licht ins Dunkel zu bringen, wir klären mal ab. Mega! Neuanfang, Neuanfang. Ihr habt es in der Hand, ihr Lieben. Ich war noch nicht so weit. Ja, emotional euch zu distanzieren. Ich wollte gerade mal klären, von wem. Der Narr, ihr Lieben, auf dem Kopf. Ne? Vielleicht ist mit jemandem ein Neuanfang hier nicht möglich. Ja, wahrscheinlich der König der Schwerter, der Ex-Partner. Ne? Also meine Theorie ist ja, sobald ein zweiter Mensch Platz im Leben hat, ja, dann ist es der erste leider nicht, weil wenn man zwei Kelche hat, dann ist man verbunden, dann passt kein Blatt dazwischen. Hier darfst du ganz klar dein Schwert erheben, klar kommunizieren, eine klare Entscheidung treffen, die Illusion, die Verwirrung vertreiben und du zückst vielleicht auch dein Schwert gegenüber eines der Menschen und sagst, nein, für uns ist hier leider kein Neuanfang möglich. Kann auch sein, dass du zum Neuanfang bezogen auf einen unterkühlten Chef, auf eine Angelegenheit und Herausforderung nein sagst, weil du weißt genau, wohin du möchtest, nämlich rein in eine neue Welt. Wir schauen mal, was bekommen wir denn für die Welt? Jetzt bin ich aber gespannt. Eine Mega-Legung. Welches Kapitel möchte sich... Wow, nochmal die Schwerter. Wow, Klarheit, Wahrheit, Durchbruchsmomente. Habe ich es nicht hier gesagt? Wir legen sie jetzt mal hier hin. Du hast Neuanfangspotenzial, du schaffst Klarheit in deinen Gedanken, du vertreibst die Verwirrung. Völligst wurscht, ihr lieben Zwillinge, auf wen wir hier schauen. Mega Message. Raus aus Chaos und Konflikt, rein in den Neuanfang Richtung 2 der Kelche, Frieden mit der Vergangenheit schließen. Du bekommst hier im Monat März Wahrheiten, Klarheiten, bekommst Erkenntnisse, Durchbruchsmomente, wenn du aus dem Hin- und Herschwanken, aus dem On und Off, aus der Entscheidungsfinden aussteigst, Prioritäten setzt, dich ganz klar entscheidest, ihr Lieben, für deine Eigenliebe, deinen Selbstwert, deine Unabhängigkeit. Jetzt ist deine Zeit in der Welt, weil ich habe die Welt abgeklärt, ne? In deine Unabhängigkeit zu kommen und die Früchte deiner harten Arbeit zu ernten. Mega schön, ach wie schön. Jetzt bekommst du dein Geschenk, deine Gerechtigkeit, deine Eigenliebe, Selbstliebe. Wenn du dir selber wert genug bist, dann kommen auch hier Menschenverbindungen und Verträge zustande, die in gleiche Energie mit dir schwingen. Alles andere, was quasi nur Schall und Rauch ist sozusagen, erhebst du dein Schwert und sagst nein, setzt ganz klar gesunde Grenzen, um hier die, schaut mal, um die Verbindung mit dem Schwert vielleicht zu etwas, was dich immer gefangen gehalten hat, zu durchtrennen. Du entscheidest dich hier für ein Ass der Münzen, ja? Ihr Lieben, schaut auch mal die Mittwochs-Special-Legung an, die mit den Seelenpartnern zu tun gehabt hat. Vielleicht ist es für einen oder den anderen von euch wichtig. Hier durchschneidet ihr Energieschnüre, ihr entscheidet euch für euer goldenes Saatkorn, ihr entscheidet euch, wo ihr Zeit, Kraft, Fülle, Finanzen, Energie rein investiert, nämlich nur noch mit Menschen, Situationen, Projekten, die klar kommunizieren, die ehrlich sind, die die Verwirrung durchtrennen und wo ihr quasi die Strahlkraft, den inneren Funken in euch wieder findet, wo Vertrauen vorherrscht. Auch Neuangebote, emotionale Nachrichten, Liebesnachrichten, Liebesbotschaften, finde Erfüllung in dir selber, in einem Neuanfang. Schau, wie es sich gut anfühlt, erfüllt, glücklich, zufrieden zu sein, wo du bereit bist, mehr Energie reinzustecken. Und ihr Lieben, wir haben es nochmal, die 9, wow, die 9 der Kelche. Also ihr springt auch schon wieder meine Legung hier mit den 10 der Münzen. Ihr wollt hier rein in langfristigen Erfolg, in Fülle, in
finanziellen Erfolg, in Stabilität, in Sicherheit. Ihr wollt hier vielleicht ein Häuschen kaufen, bauen mit jemandem, ne? Unterschreibt vielleicht auch einen Vertrag über einen Rechtsanwalt und Notar bezogen auf einen Neuanfang. Ihr wollt hier ankommen in eurem Zuhause, in eurem Körper. Ihr wollt hier wirklich Fülle, Fülle, Fülle leben. Das ist die Joker-Karte. Und dürft hier quasi mit einem Menschen rechnen, der auf euch zukommt, der Single ist, der ein spiritueller Lehrer, weiser Lehrer ist, der sein Licht hier schon gefunden hat, der hier auch aufgrund gemachter Erfahrungen und Verletzungen gereift ist im persönlichen Reifeprozess, der auch vielleicht erschöpft ist oder ihr seid erschöpft, ne? Hier schafft ihr mit den 7 der Kelchen Klarheit hinter eine Illusion und habt die Qual der Wahl, wird mir hier gesagt. Ne? Ihr dürft entscheiden, für welchen Kelch entscheidet ihr euch. So, wir schauen mal in den Tipp der Karten, ihr Lieben, und dann legen wir noch eine Herzseilkarte für euren Monat März. Mega. Das Ass der Kelche, ihr Lieben, ist der Tipp der Karten. Mach dein Herz auf, komm in den Fluss des Lebens, komm in deine emotionale Heilung. Hier, lass Liebe fließen, öffne dich Gefühlen und Emotionen, wenn du die Herausforderung annimmst und hier möchte etwas oder jemand in dein Feld kommen, in gleiche Energie, mit dem hier Fülle, emotionale Fülle lebbar ist. Prüfe, für welchen Kelch du dich entscheidest. Entscheidest du dich nur für die Leidenschaft, ja, vielleicht bezogen auf einen Ex-Partner, wo etwas zerbrochen ist, oder aber entscheidest du dich hier für einen neuen Menschen, für einen neuen Vertrag, ein neues Projekt, was dir hier den Weg ebnet in eine neue Zukunft? Bleibe bei dir, kommuniziere ganz klar, schaue, was dich glücklich macht, was dich erfüllt. Und zwar, ihr Lieben, auf langfristiger Sicht, ja? Mega! So, und jetzt hätte ich ganz gern noch eine Herzseilkarte, ihr lieben Zwillinge. Ihr habt eine spannende Legung. Ja, Körperbewusstsein. Aha, ich verstehe. Schaut mal der Eremit. Ist auch die 9 und schaut auch mal die Farbe lila. Spiritualität ist hier ganz wichtig, die Anbindung nach oben. Vertraue auf das große Ganze, mach Yoga, Meditation, finde dein Licht hier wieder in dir, folge deinem Licht. Und jetzt geht die Sonne unter, ihr Lieben. Oh, wie schön, wie romantisch. Folge deinem inneren Licht, lass dich leiten, wie von, wie heißt jetzt dieses Tierchen, wartet mal. Glühwürmchen, lass dich leiten von einem Glühwürmchen. Mir kommt hier wirklich rein, du bekommst deinen Weg beleuchtet. Folge deinem Weg und steige aus den Verletzungen der Vergangenheit. Du hast hier absolutes Körperbewusstsein, absolute Spiritualität. Du weißt, wohin der Weg dich führt. Hier wartet auch eine neue Welt. Nimm die Zügel deines Lebens in die Hand. Folge der Kraft, ne? Hier, ja. Mega, ne? Was haben wir gesagt? Ihr dürft euch entscheiden. Hier eine Situation ist der Tod in Frieden schließen. Nein sagen, wenn ihr Frieden geschlossen habt. Du wirst geliebt. Hier kommt Liebe auf dich zu. Du findest, als Eremit auch, bist du ja auf der Selbstfindungsphase, auf der Sinnsuche. Du findest den Sinn des Lebens und dein Glück. Die Sorgen der Vergangenheit legen wir mal beiseite. Ich denke, ihr seid an der Aufarbeitung dran. Ne? Die Sorgen dürfen beendet werden. Du kommst in deine Kraft und Stärke, schließt Frieden, sagst Nein zu etwas aus der Vergangenheit. Du wirst geliebt, du wirst erkennen und den Sinn des Lebens finden, dass es hier für dich Fülle gibt. Ergreife die Chance nach emotionaler Heilung, Wunscherfüllung, Liebe, Verliebtsein, Neuanfänge, die dich glücklich machen möchten, wenn du hier auf dein Herz vertraust und dem Licht folgst. So lassen wir das liegen, ihr Lieben. Mega Botschaft. Ich hoffe und ich finde es mega, weil jetzt sehe ich endlich wieder was. Die Sonne blendet nicht mehr, dass wirklich alles drauf ist. Eine Burner-Message. Ihr sprengt wieder den zeitlichen Rahmen. Ihr lieben Zwillinge, vielen Dank für euer Vertrauen, für eure Zeit, für euer kostenloses Abo oder euren Kommentar. Und ich sage bis zum nächsten Video und ganz bald. Ciao, ciao, eure Sunny.